So, ich bin zu voll, natürlich. Ist ja immer wieder typisch. Wollen die Eier geschrotet. Hat er verdient. Was war denn das gerade? Einfach zu töten. So bestraft werden. Ich drücke die ganze Zeit einfach irgendwas, ne? Zerlegen. Ich hab das die ganze Zeit immer ausgerüstet. Fuck. Weil X ist eigentlich verkaufen, deswegen war ich gerade verwirrt. Gut. Welche Waffe habe ich denn jetzt eigentlich weggemacht? Das ist die Waffe von Johnny, ne? Ja. Ich müsste auch mal eine andere nehmen. Die erste Mal. Lass die erstmal. Käse nicht besser. Wegmachen. Geht denn? Paar Schritte von Lizzie weg. Das ist grell, meine Fresse. Dieses Gesicht. Ich weiß gar nicht, was du meinst, May. Das ist ein Spiel. Aber dein Arzt wird Angst bekommen. Sollte er auch haben. Er sollte auch Angst haben. Ich kann richtiger Psycho sein. Letztes Signal. Warum sagt mir denn die Markierung, ich soll hier aussteigen? Sag mal. Oh boy. 500 Meter. Lauf ich doch nicht. Hier wird wahrscheinlich wieder irgendwo ein Router sein. Oh nein, sag nicht, ich muss da irgendwie hoch. Wahrscheinlich, ne? Wenigstens sind die Navis auch in der Zukunft noch kacke. Ja, irgendwie schon. Manchmal hat mich die Navigation irgendwo hingeführt, wo ich gar nicht hin wollte. Totaler Umweg und so. Naja. Oh, das geht noch weiter nach oben.
Sieh dir das an. Selbst Night City kann von weitem schön aussehen. Naja. Das ist jetzt Geschmackssache, ne? Also von Weitem sieht das wirklich sehr scheiße aus. Genauso, wenn du da drin bist. Außer ein paar Orte sahen cool aus, aber sonst, naja. Ah ja. Also ich bin gerüstet, Johnny. Ja, also schön sieht das jetzt nicht aus. Fuck. Lass mich raten. Noch ein Router? Ich finde ja, das erhärtet meine Schwanztheorie. Ich will dir gleich deinen Schwanz abschneiden, halt die Fresse jetzt. Geil, direkt das Falsche genommen. Und ganz schön wenig Zeit dafür. Ganz schön schnell. Das soll nur 10 Minuten oder so gehen, Selina. Wird nicht lang gehen. Fängt um 0 Uhr an und geht dann so 10 Minuten, das war's. Ah, danke fürs Antworten. Du kommst näher, du siehst mehr, das Nirvana des Maximus Swedenborgismus ist zum Greifen nah. Nur noch ein letzter Schritt, sei tapfer. Und? Führt das Signal woanders hin? Yep. Hey, vielleicht ist das so eine Art Lektion von Swedenborg. Das Leben ist immer in Bewegung. Scheiß auf das Ziel. Der Weg ist das, was zählt. Naja, da wäre immerhin was dran. Verdammt nochmal, wie? Das ist doch Philosophie für Kleingeister. Hast du noch nie ein Buch gelesen? Nein, ich will die Antwort gar nicht wissen. Wo führt denn die nächste Spur hin? In deinen Arsch. Ganz tief rein. Kloster? Ja, den Arsch kann man dann ein Kloster nennen, ja. Oho. Wird ja immer besser. Meine Güte, Johnny. Ja, ich so aggro gerade. Redet immer noch von... Also ihr schreibt immer von Grafikkarten und so, ne? Ich lasse euch mal. Ja, die Boys sind im Modus. Alles gut. Ich lese ja mit. Interessante Mission. Brownie. Noch schlimmer. Wo ist Stantic, der Lieblingslied? Hallo Driver. Das Lied hört sich dezent falsch an. Ich werde dich killen, bum bum. Haha. Wir werden alle sterben. Popo shit, Popo shit. Alter, ich verstehe nur Falsches. Ah ja.
Papa Sheet. Ich kann hier nicht fahren. Alter, das Lied killt mich gerade. Alter, die Markierung will mich gerade verarschen, ne? Soll ich hier? Hä? Ich hätte doch die ganze Zeit abbiegen können. Warum sagt mir das Scheiße das nicht? Oh, war unerträglich. Alter, sag mal, wir sind jetzt gerade verarschen hier. Du bist doch völlig irre! Ja, bin ich. Entdeckung! Entdeckung! Oh, der überlebt echt lange. Da oben, was zur Hölle? So, Martha, Leo und Dakota Smith. Und Karubo ist in Night City. Laut Padria, in irgendeinem Zustand, was auch immer das heißen soll. Wenn du mehr wissen willst, musst du zahlen. Ich finde ihn schon selbst. Du solltest nicht zurückkommen. Jemand wird dich erkennen und dann war's das. Ich komme schon klar. Ich kann diesen Hurensohn nicht davonkommen lassen. Karubo muss sterben für das, was er mir angetan hat. Und meiner Familie. Lass es gut sein. Er ist es nicht wert. Du verstehst das nicht. Du wärst überrascht, wie gut ich das verstehe. Alle Düd. Hallo, Mr. Oberon. Ein wunderschön. Wie komme ich jetzt wieder da hoch? Verdammte Scheiße. Hui. Die Wegmarkierung verwirrt mich extrem. Wow, jetzt hat sie sich wieder umgeschaltet, okay. Ja, ihr seht es nicht, ich weiß, aber deswegen sage ich es ja. André. Schon ein Überfall. Ach ja, aber die Überfälle lohnen sich für mich. Ich meine, ich überfalle böse. Und so. Frage, wie komme ich da hoch? Nein. Aber auf dem Weg hoch, da ist nämlich Stacheldraht. Scheiße. Greco, dankeschön für die Vergiftung an Kos Chaos. Dankeschön. Und Hallöchen. Barry, lieb und so von dir.
Da ist überall Stacheldraht. Wie komme ich denn da hoch? Ja, scheiße. Viel Spaß, Selina. Irgendwo da oben. Sehr fies. Und hallo, Ben. Alles klar bei dir so? Ja. Es wird nur gerade ein bisschen wärmer hier in meinem Zimmer. Ich merke das. Aber sonst alles gut. Und ein bisschen müde, aber Mittwochs immer. Ich hoffe, bei dir auch alles gut. Wartet mal. Hier will ich auch nicht hochkommen. Nee, absolut nicht. Wie komme ich da hin? Wochenende wird es mega warm. Das ist nicht mehr warm, das ist dann Hölle. Wisst ihr, was gut ist? Ich leide nicht alleine. Ihr leidet alle. Denke ich mal. So ein... Komm ich denn da hoch? Warte mal. Würde ich es hier vielleicht entschaffen? Ich würde es hier auch nicht hochschaffen, oder? So hoch springe ich nicht. Auch mit Doppelsprung nicht. Oder? Komm, das können wir schaffen. Los, Bob der Baumeister. Dieses Strecksgeräusch. Komme ich mit dem Auto hier hoch? Nee, wahrscheinlich nicht wegen der Kante. Fuck. Dann machen wir es so. Ja! So, ich gehe jetzt da sehr aggressiv rein, weil die mich wütend machen. Aua, 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 aua. El Schleudo Sitzo. Jetzt habe ich aber meine Frage, wenn ich Kekse im Herz vom Backe, habe ich dann Liebe gemacht? Ja, Liebe in Teigform. Der Rechner ballert die Wärme. Der gibt zusätzlich Wärme, aber Dachschrägen. Da ist die Hitze automatisch vorprogrammiert. Leider. Autschi. Ja, mein Lieblingslied. Und ich bin schon da, jetzt fängt das Lied an, ne? Das ist doch kacke. Doch, bei Roller. Bleib jetzt hier und hör das Lied, so. Ha. Und Ben, wie geht's dir denn? Yeah, mein Tattoo fängt an zu suppen. Geil. Also unter der Folie, weil es von gestern ist. City.
Okay, das ist der Bass anders. Mir geht's super, morgen fahre ich zur Freundin. Oh, Ben. Bin ein Eichhörnchen, Freundin. Gichi. Dann wünsche ich viel Spaß. Und wenn man Kekse isst, wird man dann schwanger. Ich hoffe nicht. Man betrügt mich, anscheinend. Die Spur endet hier. Soll das heißen, der Arsch versteckt sich irgendwo hier? Vielleicht. Oder wir finden noch ein Terminal. Mal sehen. Komischer Ort. Passt irgendwie zu dem Typen, den wir suchen, oder nicht? Warum? Weil das hier ein Sinnbild für Spätkapitalismus ist? Billige Unterhaltung für hirntote Lackaffen. Das meine ich. Wenn ich mir noch keine Freundin. Pass auf, ey. Kapital ist das Blut in den Adern der globalen Unterdrückung. Geld ist ein Werkzeug der kolonialen Unterdrücker unseres Verstands. Klassenkampf ist der Auftakt für die Anarchie. Warte, was ist denn das? Ben, was bin ich dann? Aus Swedenborg Riviera. Ha! Seht her, seht euch den Propheten von Night City an. Das ist zu geil. Ein Philosoph in der Kiste. Hey, gib ihm ein paar Eddies. Ich will wissen, was er sonst noch sagt. Wie ist das überhaupt möglich? Das Mirkus und meine Freunde. Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber scheiße, wie. Wie abgefahren ist das denn? An der Orgie wollte ich es nicht machen, Ben. Das halbe Nett dreht durch und geilt sich an billigen Weisheiten auf. Und das alles kommt von einer schäbigen Puppe in einem scheiß Glaskasten. Oh Mann, ich sag dir was. Diesen Moment waren die 50 Jahre Seelenknast echt wert. Du wirst einen attraktiven Lobbyisten kennenlernen. Also Ben. Wenn du am wenigsten mit dem Klassenkampf rechnest. Erfolg verdünnt die Essenz der Seele. Okay. Die Produktionsmittel gehören rechtmäßig dem kollektiven Unbewussten. Das Blatt wird sich wenden, wenn die Produktionsmittel von einem endlosen Strom aus Endorphinen betrieben werden. Du solltest das aufnehmen, damit wir später noch was davon haben. Er hat recht. Er hat so verdammt recht. Kapital ist das Blut in den Adern der globalen Unterdrückung. Du wirst einen attraktiven Lobbyisten kennenlernen, wenn du am wenigsten mit dem Klassenkampf rechnest. Erfolg verdünnt. Meinst du, du hast es hier mit einer Puppe zu tun, die gar ein echter Junge wäre? Was an dem Ding wäre und an der Puppe, alles klar? Rechtmäßig dem kollektiven Unbewussten. Fuck. Guck mal, jemand hat Swedenborg ans Net angeschlossen. Worauf wartest du dann? Sieh nach, was du sonst noch rauskriegen kannst. Ich bin beschäftigt. FF steht für... Ja, für Final Fantasy und auch andere Dinge. Das kann ich gar nicht knacken. Quenz im Upload davon. Schütt euch!
Kapital ist das Blut in den Adern ja, der dein globalen Arsch. Unterdrückung. Erfolg verdünnt die Essenz der... Ja, aber auch nicht ihre Gusche halten, ne? Ach, warum krieg ich denn immer so eine Scheiße hier? Das ist schön, dass hier so viele Bekloppte sind. Ja, das stimmt. Falscher Knopf. Was ist das hier? Ach, der ist bestimmt schon tot. Welche Autos hast du? Gut. Ich hab alle. Ich muss noch sehr viel kaufen. Ich hab jetzt nur halt ein paar Sachen. Da fehlen mir auch sehr viele. Habe ich gefunden, ein paar Geschenke gekriegt, ein paar gekauft, aber ja, es fehlen noch sehr, sehr viele zu kaufen. Den habe ich gefunden. Sehr früh sogar. Oh, das war sogar. Überfall? Kam ich ja nicht weit. Wir müssen diese eine Mission mit diesen Zahlen-Shit müssen wir später nochmal machen. Weil ich habe alle Nebenaufgaben gemacht und der Scheiße jetzt das nicht machen, das ärgert mich. Ging schnell. Du. Er lebt ja noch. Er lebt auch noch. Nee, euch Verbrecher lasse ich nicht am Leben. Hallo Flo. Warum antwortest du nicht? Keenan, fuck, weißt du, wie spät es ist? Ja, sicher, und ich weiß auch, wer den Kill auf Logan angeordnet hat. Wer? Irgend so eine Tusse, Monika Steiner, die Mutter von diesem Typen, Lenny? Bingo. Weiß, dass es hier langsam heiß wird. Will raus aus der Stadt und hat ein paar Schlepper bezahlt. Ich muss eine Crew zusammentrommeln und sie holen, bevor sie entwischt. Bist du dabei? Fuck, natürlich, cool. Bin in 10 Minuten da. So. Sehr cool. Ist cool ausgeartet. Diese Nebenaufgabe triggert mich gerade so sehr. Ich will die schaffen, Mann. Mir geht's warm. Mir ist sehr warm. Ich schwitze gerade ziemlich. Ja, das nagt sehr, weil ich habe alle Nebenaufgaben bis jetzt gemacht. Also ich arbeite jetzt noch die anderen beiden ab. Dann habe ich ja nur noch die Hauptaufgabe. Wo ist mein Porsche? Ach, der steht da vorne. Ja gut, ich bin jetzt zu faul zum Aussteigen. Ach, schon wieder? Oh, ich fahre jetzt da vorbei. Beim nächsten steige ich wieder aus.
fühle ich mein Ventilator seit 3 Tagen permanent an. Auch ich fühl's. Ach, bei mir geht's, solange die 3080 nicht angeht. Oh je. Ja. Ich habe auch noch gerade die PlayStation an, also. Geil. Schön kuschelig hier. Jetzt. Was machst du da? Beruhig dich mal! Oh. Soll mal chillen und brennen. Der brennt jetzt so, wie ich mich fühle. Rot 100 Grad. Oh. It's getting hot here. Was bin ich gar nicht? Der hat mein Auto angerempelt. Mehrfach. Oh, was ist denn hier für ein Stau, Mensch? Haut mal ab hier. Zum Weg. Aus dem Weg! Weg!